Huhu Leute, ich habe heute ein Get Ready With Me für euch von meinem Alltags-Make-up. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt dran. Als erstes fange ich mit dem Aftershave Balsam von Nivea an. Benutze ich als Primer, finde ich super gut. Dadurch hält das Make-up auch länger und bietet der Haut trotzdem noch sehr viel Feuchtigkeit. Das arbeite ich mit dem Beauty Blender ein und ich warte dann ein paar Minütchen, bis das schön eingezogen ist und gehe dann schon mal rüber zur Foundation. Als Foundation benutze ich heute die Color Correcting Cream von Max Factor in der Farbe Tint und die Shimmering Event Foundation von Kryolan in der Farbe Pearl. Als nächstes benutze ich den Prep and Prime Highlighter Pen von MAC in der Farbe Radiant Rose, damit ich die dunklen, bläulichen Augenschatten unter meinem Auge abdecke und korrigiere. Das ist ein rosastichiger Corrector, der das Bläuliche unter den Augen korrigieren soll. Und dafür benutze ich heute mein neues den neuen Micro Beauty Blender. Also lässt sich auf jeden Fall gut verblenden. Und ist auch ein Ticken präziser als das große, muss ich sagen. Als Concealer benutze ich heute die Liquid Camouflage von Catrice in der Name 010 Porcelain. Ist wasserfest, mag ich sehr gerne. Und sie deckt auch super für den Alltag, was bei mir einfach reicht. Highlighten tue ich nicht wirklich im Alltag, außer unter den Augen. Verblenden tue ich das aber diesmal mit dem größeren Beauty Blender, weil der ein wenig großflächiger arbeitet. Als Lidschattenbase benutze ich den Soft Ochre von MAC. Den trage ich mit dem Finger auf das komplette bewegliche Lid und gleiche somit auch das Dunkle auf meinem Augenlid aus. Sehr cremig, super pigmentiert und hält genau das, was es verspricht. Dass der Lidschatten länger hält. Und es gleicht auch das Augenlid aus. Um meinen Concealer zu setten, benutze ich aus der Anastasia Beverly Hills Konturpalette den gelben Ton. Um mein komplettes Gesicht leicht abzupudern, benutze ich das Puder aus der Perfect Match-Reihe von L'Oreal. Die Farbe kann ich euch leider nicht sagen, ist leider alles schon abgegrabbelt. Dafür benutze ich den Puderpinsel von Ebelin. Gehe ich leicht mit rein und puder leicht mein Gesicht ab. Als nächstes benutze ich den Micro Pencil von NYX in der Farbe Brunette, um mir die Augenbrauen auszumalen. Als erstes bürste ich die Augenbraue leicht durch. Den Micropencil benutze ich, um der Augenbraue einen Rahmen zu geben. Und danach fülle ich das mit dem Browsing von Benefit in Dark auf. Und jetzt kommt das Browsing von Benefit. Um das Browsing in Dark aufzutragen, nehme ich den 317er von Zoeva, der Winged Eyeliner. Als erstes gehe ich in das Wachs rein, welches hier ist, um die Augenbraue ein wenig zu fixieren. Ganz leicht drüber, über alles. Und dann nehme ich das Puder mit demselben Pinsel und präzisiere meine Augenbraue. Hauptsächlich
trage ich das Produkt hinten auf und verblende es vorne leicht, damit es natürlicher wirkt. Dann nehme ich mir nochmal das Wimpernbisschen vom Augenbrauenstift und bürste das alles nochmal durch. Und dann wirkt das alles schon ein wenig natürlicher und verblendet. Und auf der anderen Seite mache ich genau dasselbe. Wenn ich mit den Augenbrauen fertig bin, mache ich mit dem Bronzer und dem Rouge weiter. Ich benutze im Alltag kein Konturpuder, ist mir leider ein bisschen zu aufwendig und finde ich auch nicht so notwendig. Den Bronzer, den ich benutze, ist das P2 Glow Touch Blush in der Farbe Touch of Amber. Ist so ein schönes bräunliches Rouge, welches ich aber als Bronzer benutze. Finde ich super, hinterlässt eine schöne Bräune, trotzdem natürlich und einen leichten Schimmer. Und damit gehe ich übers ganze Gesicht, dort, wo mich die Sonne küssen würde, wenn sie endlich mal rauskommen würde. Wenn ich mit dem Bronzer fertig bin, benutze ich noch ein Rouge, welches mir Frische verleiht. Ist eigentlich jeden Tag ein anderes und momentan liebe ich das Blush von Sleek. Das gebe ich nur auf die Apfelbäckchen und verstreiche es ein wenig nach hinten. Und ich benutze für beides denselben Pinsel, und zwar den Blush Brush von Real Techniques. Wenn ich mit Bronzer und Blush fertig bin, kommt mein Highlight von meinem Make-up nach den Augenbrauen. Und zwar mein allerliebster Mary Luminizer. Ich habe mir jetzt letztens erst diese Palette gekauft. Da sind alle Highlighter drin, Betty, Cindy und Mary. Und ich finde die Palette wirklich gut, weil man sie für wenig, also ein bisschen mehr bekommt als einen einzelnen. Und man kann alle drei auf jeden Fall mal ausprobieren, aber Mary Luminizer ist trotzdem noch mein Liebling. Den gebe ich auch auf den höchsten Stellen meines Wangenknochens auf und er hinterlässt einfach so einen tollen Schimmer und dieser Glow ist einfach Hammer. Um mein Stupsnäschen noch ein bisschen hervorzuheben, gebe ich einen leichten Klecks auf die Nasenspitze und auf den Nasenrücken und ein wenig übers Lippenherz. Dadurch wirkt die Lippe ein wenig größer und praller mit so einem leichten Effekt. Den Highlighter benutze ich auch als Lidschatten für den Innenwinkel und unter der Augenbraue. Weil ich im Alltag nicht wirklich Lidschatten trage. Und wenn es schnell gehen muss und ich trotzdem irgendwas auf den Augenlidern haben möchte, nehme ich mir nochmal den Blush Brush, womit ich das Rouge und den Bronzer aufgetragen habe und gehe ganz leicht über meine Augenlider. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Ich trage gerne künstliche Wimpern, aber nicht, wenn es schnell gehen muss. Dann ist mir das leider meistens immer so ein bisschen zu aufwendig. Obwohl ich momentan sehr gerne fast täglich künstliche Wimpern trage. Aber meine Wimpernzange darf nicht fehlen. Die ist von MAC. Qualitativ auch wirklich ein Unterschied zu der von Abelin. Die macht halt nicht diesen Knicks in die Wimpern, sondern wirklich den Schwung. Wenn die erste Schicht Mascara getrocknet ist, gebe ich noch eine Schicht von meiner Wimperntusche drauf. Und zwar ist das die Voluminous von L'Oreal. Bevor ich mein Lippenstift auftrage, kommt auf jeden Fall die Prep & Prime Lip Base von MAC unten drunter. Egal welchen Lippenstift ich auftrage. Nicht zu viel, nicht zu wenig auftragen. Das reicht schon. Und heute benutze ich den Lip Liner von P2. Ich glaube, das ist der Lip Liner First Lady. Leider ist er schon so gut benutzt, dass ich es fast nicht mehr lesen kann. Nachdem ich den Konturenstift aufgetragen habe, trage ich meinen NARS Lipstick in der Farbe Anita auf. Ich bin momentan sehr verliebt in die Farbe und
Ich mag das auch sehr gerne, wenn die Lippenkontur ein wenig dunkler ist als der Lippenstift selber. Mein letzter Schritt ist das Dewy Finish Setting Spray von NYX. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst gerne ein Abo da oder eine positive Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.